Das Verbot des Verkaufs von Feuerwerksartikeln erhitzt die Gemüter und beschäftigt uns heute in der Sendung. Und damit begrüße ich Sie wieder zu Ihrer täglichen Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute ist Donnerstag, der 17. Dezember 2020. Und hier ist Megional mit Nachrichten aus unserer Region und für unsere Region. Einen schönen guten Abend und Glück auf. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Den Jahreswechsel, liebe Zuschauer, werden wir alle dieses Jahr so begehen, wie man sich das am Anfang des Jahres nicht mal im Ansatz hätte vorstellen können. Und dieser wird uns auch noch lange in Erinnerung bleiben. Keine größeren Treffen, keine Silvesterfeiern. Der Verkauf von Pyrotechnik ist verboten worden. Dabei wurden allein von Januar bis September diesen Jahres schon 30.700 Tonnen Feuerwerkskörper im Wert von insgesamt 75,6 Millionen Euro importiert. Das sind 3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Böllern ist nach den aktuellen Verordnungen zwar erlaubt, sofern noch Restbestände vorhanden. Dabei stellt sich aber die große Frage, wie gehen denn jetzt die Verkäufer bzw. die Großhändler von Feuerwerksartikeln mit dieser Situation um? Mein Kollege Tobias Körner hat sich darüber mit Andreas Vogt unterhalten. Solche beeindruckenden Bilder wie vom Feuerwerk aus dem letzten Jahr wird es dieses Jahr leider nicht geben. Ja. Andreas Vogt, wir sind hier in deinem vollen Lager. Die letzte Aktualisierung der Corona-Schutzverordnung war ein Tiefschlag, oder? Das kann man nicht anders bezeichnen, natürlich. Also ein ganz tiefer Schlag im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir waren natürlich schockiert, als wir die Nachricht bekommen haben an dem Sonntag, dass jetzt der Bund beschlossen hat, den Verkauf von Feuerwerk komplett zu verbieten. Ihr wart ja soweit vorbereitet, ihr seid auch in die Werbung schon gegangen. Es war so ein bisschen euer Notnagel für dieses Jahr. Ja, also nicht nur der Notnagel. Wir leben natürlich vom Saisongeschäft und wenn uns Silvester wegbricht, dann bedeutet das, dass mindestens 50 oder 60% unseres Jahresumsatzes wegfallen. Und das ist natürlich eine komplette Katastrophe, das ist ganz klar. Wir leben ja im Voraus, das heißt also die Einnahmen, die wir im Dezember erzielen, die helfen uns ja durch das kommende Jahr bis zur nächsten Saison hin und das fällt jetzt weg. Jetzt könnte ich mir sehr lebhaft vorstellen, du hast dich genauer mit dieser neuen Corona-Schutzverordnung auseinandergesetzt. Wo ist denn was nicht ganz klar für dich, für euch als Feuerwerker? Ja, die Fragen, die jetzt im Raum stehen, betrifft uns selber zwar nicht, aber eben unsere Kunden, die Online-Shops. Was passiert jetzt mit denen? Die Bestellungen sind schon lange durch, die Kaufverträge als solches rein juristisch abgeschlossen, aber vielen stellt sich jetzt die Frage, dürfen wir die Ware trotzdem noch an die Kunden versenden? Sollte das nicht der Fall sein, dann stehen die vor einem massiven Problem. Es müssen Tausende von Sendungen wieder ausgepackt werden. Und da verschiebt sich das eine Problem ins nächste. Dann haben wir nämlich ein Problem im Gefahrgutbereich. Ne? Das betrifft die Lagerung über einen längeren Zeitraum und so weiter. Es ist noch gar nicht abzusehen, was da alles auf unsere Branche insgesamt zukommt. Da sind nicht nur wir betroffen, sondern eben auch viele unserer Kollegen. Was würdest du dir denn von den Politikern wünschen? Ich würde mir ganz klar in erster Linie natürlich den Dialog wünschen. Das heißt, das wünsche ich nicht nur, das fordere ich schon, weil anders kommen wir hier nicht zum Ziel. Denn das, was hier gemacht wird, Beschlüsse zu fassen, ohne mit kompetentem Fachpersonal zu reden und zu sagen, das sind die Ideen, die wir haben, was haltet ihr denn davon? Würde das so funktionieren? So kann das nicht weitergehen. Denn hier geht der Schuss nach hinten los. Was jetzt passiert ist, dass der Einsatz von illegaler Pyrotechnik zunehmen wird. Mhm. Die Leute wollen Feuerwerk und ich rede auch von normalen Leuten, nicht von den Chaoten, die hier sinnlos rumknallen, sondern ich rede wirklich von dem ganzen normalen Otto-Normalbürger, von der Familie, die für ihre Kinder Feuerwerk machen, für sich selber ein bisschen Freude haben wollen. Selbst die kommen und sagen, wir möchten unbedingt Feuerwerk haben. Was sollen wir denn nun tun? Wo bekommen wir denn das nun her? Müssen wir jetzt in die Tschechei rüberfahren, um uns das zu holen? Oder wie läuft denn das? Und dann müssen wir sagen, rein theoretisch ist das legitim in der Tschechei. Ne? Die dürfen verkaufen, dort könnt ihr euch das holen. Aber das kann es ja nicht sein. Und das sind alles solche Punkte, die sich die Politik überhaupt nicht überlegt hat. Wir bekommen Anrufe von unseren ausländischen Kunden aus Österreich, aus der Schweiz, ob wir die nicht noch beliefern können, weil die jetzt Aufträge aus Deutschland bekommen. Da sieht man mal, was das Ganze für Wege geht. Hätte man das nicht eher erklären können? Also alles sehr, sehr spannend und muss noch näher hinterfragt werden.
Nun sag mir, wie sieht denn euer Tagesgeschäft derzeit aus? Ja, das Gute an der Situation ist, es ist relativ ruhig. Ne? Wir arbeiten den ganzen Tag jetzt eher an Schadensbegrenzung. Wir bekommen natürlich Anrufe, E-Mails, die wir den ganzen Tag beantworten müssen. Da geht es bei uns aber mal noch. Bei den Online-Shops, da brennt es richtig. Die haben Tausende von Kunden. Ne? Wir reden jetzt vielleicht von ungefähr 1200, 1300 Kunden aus dem Bereich Profifeuerwerk, aus dem Bereich des Handels, die wissen wollen, die wollen das nicht alle wissen, aber ein Teil davon wollen jetzt wissen, wie es jetzt weitergeht. Die müssen wir informieren. Die wollen auch wissen, ob sie die Ware jetzt einlagern müssen, ob sie die zurücksenden können. Da sind wir aber beim Handelsrecht und das macht das Ganze natürlich wahnsinnig schwierig. Jetzt pflegst du ja auch Kontakte nach China. Wie geht man denn dort derzeit mit Corona um? Wie stellt sich die Situation in China dar? Ja, also das ist relativ bekannt, dass in den asiatischen Ländern, also nicht nur in China, sondern wie man auch so schön sagt, in den demokratischen asiatischen Ländern, die Seuche also relativ gut eingedämmt wurde. Ne? Natürlich hat man das erreicht durch wirklich drakonische Maßnahmen. Aber ich bin mir sicher, dass man also auch bei uns in der Bevölkerung ganz, ganz großen Zuspruch gefunden hätte. Natürlich gibt es immer Leute, die sich dann beschweren. Indem man wirklich den Laden mal komplett, aber richtig dicht gemacht hätte und nicht solche halbherzigen Geschichten. Sagt die Politik ja selber. Halbherzige Sachen gibt es nicht mehr. Ne? Aber da hört es ja schon wieder auf. Also wenn ich mich als religiöse Vereinigung treffen kann oder darf zumindest, auch wenn davon abgeraten wird, dann gibt es ja schon wieder Ausnahmen. Ne? Auf der einen Seite wird eingedämmt und auf der anderen drückt man ein Auge zu. Ich kann es verstehen, natürlich. Ne? Aber wo zieht man da bitte schön die Grenze dann letzten Endes? Ne? Hätte man da vielleicht mal wirklich einen rigorosen Schritt gemacht, vor allen Dingen zur rechten Zeit, ne? Dann wären wir vielleicht gar nicht so weit, wie wir heute sind. Und das haben uns ja die asiatischen Staaten vorgelebt. Ne? Wir selber haben auch der Politik damals im Frühjahr angeboten, diesbezüglich zu beraten, weil wir haben ja die Einblicke in China. Wir haben dort Bekannte, Verwandte, Familienmitglieder bei mir sogar persönlich. Wir kennen Vertreter aus der Wirtschaft, aus der Politik. Wir hätten dort Informationen eins zu eins weitergeben können. Es hat uns niemand angehört diesbezüglich. Finde ich schade. Wir hätten viele, viele Tipps weitergeben können. Jetzt seid ihr ein recht innovatives Unternehmen. Wie geht es denn nächstes Jahr weiter? Habt ihr euch einen Plan zurechtgelegt? Ich sage mal so, wir lassen uns nicht platt machen. Das auf gar keinen Fall. Feuerwerk ist unser Kerngeschäft, damit geht es natürlich weiter. Wir haben aber bereits im Herbst eine Plattform, eine Verkaufsplattform etabliert, nennt sich Boxclub übrigens, passend zu unserer Marke Blackbox. Und über diese Plattform wollen wir innovative Produkte anbieten im Bereich Home Living, Lifestyle und so weiter. Und wir suchen da jetzt intensiv nach innovativen Partnern, insbesondere aus der Region. Also wir wollen gerne Produkte aus dem Erzgebirge anbieten. Es sollten allerdings wirklich also hochwertige Produkte sein, die auch ein entsprechendes Niveau suggerieren. Wenn man jetzt nähere Informationen über euch und über die aktuelle Situation haben möchte, wie es denn mit dem Feuerwerk bis Silvester weitergeht, findet man auf eurer Homepage derartige Informationen? Ja, also wir verbreiten natürlich alles, was jetzt neu reinkommt, dann auch weiter, einfach um unsere Kunden up to date zu halten und die Anrufe, die jetzt permanent reinkommen, zu minimieren. Auch die E-Mails, irgendwann geht es halt nicht mehr. Ne? Das kann man nicht beantworten. Und dort findet man alles. Ne? Ansonsten natürlich auch in der Öffentlichkeit, wobei, was wir vor uns schon hatten, das Thema, es ist eben heute mal so und morgen ist es wieder so. Andreas Funk, ich danke dir für das sehr aufschlussreiche Gespräch, wünsche dir trotz alledem einen guten Rutsch ins neue Jahr und vorher ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank. Vielen Dank und das gebe ich so gerne zurück. Und bevor wir einen Wetterblick auf das vierte Adventswochenende werfen, schauen wir vorher noch in die Polizeiakten. Großhartmannsdorf, Ortsteil Mittelseida. Abgekommen und abgehoben. Am 16. Dezember gegen 10.55 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Pkw Audi die Bundesstraße 101 aus Richtung Forchheim in Richtung Freiberg. Dabei kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Schutzplanke auf, wodurch der Audi abhob und in den angrenzenden Wald stürzte. Der 72-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 21.000 Euro. Die Bundesstraße war zwischen Forchheim und Mittelseida für etwa 2 Stunden voll gesperrt. Heute in einer Woche ist Heiligabend und da ist um diese Zeit schon für viele die Bescherung vorbei und man sitzt in kleiner Runde gemütlich beim Abendessen.
Und immer mehr kommt jetzt die Frage auf, dürfen wir uns dieses Jahr mal wieder auf eine weiße Weihnacht freuen? Tobias Körner im Regionalwetterstudio nebenan. Wie sehen denn so eine Woche vor Heiligabend die Prognosen aus? Ja, Thorsten, die ersten Prognosen für eine weiße Weihnacht sehen alles andere als gut aus. Die gängigen Wettermodellrechnungen gehen davon aus, dass sich in der kommenden Woche nichts an der Großwetterlage ändern wird. Auch die Windrichtung wird südlich bleiben. Am Heiligabend soll es aller Voraussicht nach leicht regnen bei Temperaturen über Null. Mehr dazu dann morgen. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig mit einigen Wolkenlücken für die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes. Ich sage das extra für die Kammbewohner, denn die leben seit Tagen in der dicken Nebelsuppe. Im übrigen Sendegebiet steht uns eine unspektakuläre Nacht bevor. Regen ist gleich null und die Temperaturen sind wieder für die Jahreszeit zu hoch. In der Stadt der Sieben Täler in Obernhau zeigt das Thermometer zwischen 3 und 5 Grad an. In Marienberg am Roten Turm pendeln sich die Werte bei 2 bis 4 Grad ein und in der MZ-Stadt Schopau stehen 3 bis 5 Grad in der Anzeige des Thermometers. Der Wind dreht auf Südwesten und weht von dort schwach mit um die 7 Kilometer pro Stunde. Morgen am Freitag erwartet uns ein schöner Tag. Der Himmel zeigt sich schon von früh ab leicht bewölkt. Auch im weiteren Tagesverlauf wird sich daran nichts ändern, sodass die Sonne am Ende des Tages beachtliche 6 Arbeitsstunden auf der Abrechnung hat. Leicht bewölkt geht es dann auch in die Nacht hinein. Niederschlag ist hingegen null. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die Temperaturen und das zeigt sich in den Thermometern wieder. Im Kurzeifen am Fuße des Schwartenbergs gibt es zwischen 2 und 5 Grad. In Schönbrunn am Ambrosgut stehen 3 bis 6 Grad in der Anzeige des Thermometers und die Höchstwerte streichen die Waldkirchner unten am Bahnhof ein. Dort gibt es sogar 5 bis 7 Grad. Der Wind weht dabei leicht mit um die 12 Kilometer pro Stunde aus Süden. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt und das ist das Wochenende mit dem Samstag zuerst. Ja, und der Samstag schließt nahtlos am Freitag an. Wolkenlos ist der Himmel. Die Sonne lacht und das lässt das Quecksilber in den Thermometern auf 2 bis 5 Grad klettern. Der Wind weht dabei leicht aus südlicher Richtung. Der vierte Advent hält allerdings dann dicke Wolken für uns bereit. Die Sonne hat keine Aktien mehr am Wettergeschehen. Es wird außerdem leichten Regen geben. Die Temperaturen bleiben mit 2 bis 6 Grad recht moderat und der Wind weht weiter leicht aus Süden. Ja, genaue Infos, wie es dann am Wochenende konkreter wird, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich schon hier aus dem Regionalwetterstudio und damit zurück zu dir, Thorsten. Danke dir, Tobias. Sind wir gespannt, wie sich die Wetterlage in Richtung Weihnachten gestaltet. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende von Regional für den Donnerstag angekommen, liebe Zuschauer. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Mediathek. Unter den Internetadressen www.mef-line.de oder www.glückauf.tv finden Sie sowohl unseren Livestream als auch Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich verabschiede mich nun für heute und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder rechtzeitig vor dem Fernseher versammelt sind, um Regional zu schauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, später dann eine gute Nacht. Auf Wiedersehen und bis morgen hier aus diesem Studio. We'll be right back.
Regional werben bringt mehr. Sie suchen ein neues Mitglied in Ihrem Unternehmen, einen Kollegen, einen Teamplayer. Dann teilen Sie das doch mit. Wie? Ganz einfach, im Glück auf TV Jobfinder. Wir finden gemeinsam das fehlende Puzzleteil für Ihr Team. Ein Projekt vom Mittelerzgebirgsfernsehen und Kanal 9 Erzgebirge, der Glück auf TV Jobfinder. Du denkst ja immer, dir passiert das nicht. Dir passiert das einfach nicht. Man ist jung, man denkt irgendwie auch, man sei unsterblich. Und dann kommt die Keule und schießt dich so aus dem Leben raus, ja. Dass ich auf einer Intensivstation lande, da hätte ich niemals mit gerechnet. Diese Hilflosigkeit, keinen Ausweg zu haben, kenne ich eigentlich nicht. Und dann kommt die Angst natürlich, klar. Du denkst an die Familie, du denkst, da habe ich echt ein Trauma. Mein Papa war einfach ein guter Mensch, herzensguter Mensch, war für jeden da. Ich weiß, dass ich jemanden angesteckt habe und dieses Gefühl, das ist furchtbar. Der erste hat ein bisschen Fieber, der zweite ist im Krankenhaus und der dritte liegt halt am Friedhof draußen und das will keiner. Der Moment des Aufwachens war einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Und wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. Corona kann einen schweren oder tödlichen Verlauf nehmen. Schützen Sie sich und andere.